In Oelsnitz-Erzgebirge verzögert sich der Bau auf der Pflockenstraße in Höhe des Gewerbeparks Ascota. Die normalerweise vielbefahrene S246 bleibt daher bis zum 20. Dezember voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt, wie seit Baubeginn, Anfang Oktober ausgewiesen. Auf der Oelsnitzer Pflockenstraße finden die Tiefbauarbeiten zur verkehrstechnischen Anbindung eines neuen Drogeriemarktes statt. Gleichzeitig entstehen zwei neue Bushaltebuchten sowie je eine Linksabbiegespur. Der Gewerbepark Ascota mit unter anderem Edeka und Leitermann ist erreichbar.